Hey ho, meine Lieben. Nächste Runde Gartenvideo. Wo sind wir überhaupt? Ich glaube, Teil 4 schon. Ja, was mache ich heute? Unkraut wuchern. Ja, einfach ein bisschen nebenbei, aber was zuvor noch kommt. Nein, nicht Verlosung. Übergabe. Der Holger, hallo, ihr Lieben. Genau, der Holger ist da. Du kannst es doch. Ich gebe mir Mühe. Ja, das erste Mal vor der Cam, glaube ich. Ja, er war der Gewinner vom ersten Grillei. Der ursprüngliche Gewinner hatte ja leider nicht gemeldet. Und ja, was soll ich sagen? Ich wünsche dir viel Spaß damit. Vielen lieben Dank. Ja. Freue mich wahnsinnig. Ja. Geil. Weiter hat das nicht gehabt. Wie lange bist du gefahren? Eine halbe Stunde. Ja, ich glaube, das hat sich gelohnt. Auf alle Fälle. Hat sich hier schon umgeguckt. Ja, dann werden wir jetzt erst noch ein bisschen quatschen. Ich warte noch, bis die Sonne weg ist, bevor ich da jetzt endgültig mit den Unkrautwuchern anfange. Aber eins zeige ich euch noch. Du müsstest eigentlich deine Antwort ein bisschen revidieren. Ja, gehen wir mal schnell ins Gewächshaus. Guck mal, du bist mit den Salaten falsch gelegen. Ja, auch hier herin muss ich wieder fett Unkraut zwuckern. Habe ich ja letztens schon. Aber ja, die Schnecken, da waren sie auch dran. Also der hatte sich erst wieder erholt und ja, jetzt ist er komplett tot. Kommt raus. Da hinten, der war auch Schneckenfraß. Aber ich glaube, mittlerweile sind die Schnecken alle hier. Ja, Schatzi hat heute sogar schon zwei Gurken abgeschnippelt. Und das Weitere besprechen wir nachher. Was halt auch immer gemacht werden muss, ist ausgeizen und zwischen den Blättern hier oder Blatttrieben, ich weiß nicht, wie man da genau sagt, bilden sich immer hier solche Triebe und die muss man rauszwicken, rausrupfen, rausdrehen, rausschnibbeln. Gut, beim Schneiden habe ich mal gelesen, soll man nicht unbedingt machen, eher rausbrechen, wegskeimen und so. Ja, und dann werden die Tomaten, ja, hier das letzte Mal hier rum, wenn er rumgeht, dass die da rumwachsen. Ja, und das kann ich echt alle zwei, drei Tage machen, das Ausgeizen. Hier drüben zum Beispiel, da passt man einmal nicht auf und dann hat man schon wieder so riesen Knödel da drin. Tja, das ist damit sich keine wilden Triebe eben bilden. Ja, und die Tomaten dann ja, größer werden, schöner wachsen. Anders weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das erklären soll. Tja, wenn man nicht aufpasst, hat man wirklich solche Yoshis hier. Das geht rasend schnell, dass sich das bildet. Da ist man eigentlich ständig am Ausklabustern. So, das mache ich jetzt alles. Schau alle Tomaten durch. Und ja, danach, lass mal die Cam wieder ausrichten. Danach geht es dann am Boden mit dem Unkraut weiter. Hier war zum Beispiel ein großer wilder Trieb, der hat sich schon Blüten angesetzt, den stecke ich jetzt hinten einfach in die Erde. Vielleicht, oder meistens bilden sich relativ schnell Wurzeln. Ja, und dann haben wir nochmal eine Tomatenpflänzle. Und dann geht's los mit dem Unkraut raushackeln. Da gehe ich einfach einmal hier so durch. Das muss dann schon wieder reichen für ein paar Tage.
Naja, und hier draußen werde ich halt wahrscheinlich doch mehr zupfen müssen. Und diese scheiß komischen Schlingpflanzen, die regen mich ja so auf. Das Kohlrabi ist auch tot. Da waren Ameisen am Werk. Drecksbiester. Ja, drinnen bin ich soweit fertig. Da werde ich dann bloß noch gießen und nachher noch ein bisschen Schneckenkorn verstreuen. Ja, ich verwende Schneckenkorn. Irgendwann hoffe ich doch, dass ich das ganze Unkraut einmal los bin, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Da wird jetzt bloß noch die chemische Keule helfen, aber das ist natürlich blöd, wenn wir hier das Gemüse schon drin haben. Also zuppeln wir. Ja, dann mal vom Mais machen die scheiß Schnecken halt. Ja, Freunde, dann wird bloß noch gegossen heute und dann verstreue ich noch ein bisschen Schneckenkorn, also nicht viel, bloß so ein bisschen und dann, tja, schauen wir mal, was aus dem ganzen Zeug wird. Aber während ich dann gieße, könnt ihr mal noch zuschauen, dann erzähle ich noch schnell was. Also Gewächshaus drin habe ich schon gegossen und jetzt noch hier draußen noch mal schön drüber. Und ja, ich verwende Schneckenkorn, das mit dem Bierglas eingraben ist mir, ja, ich weiß nicht, ob das was taugt. Außerdem verdunstet das Zeug viel zu schnell. Es ist halt nicht mehr ganz bio, aber das ist mir wurscht. Tomaten wollen nur von unten gegossen werden am liebsten. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Die Cam steht schief. Ist mir jetzt alles wurscht. So. Ich werde jetzt auf alle Fälle noch ein bisschen Schneckenkorn streuen. Hoffen, dass irgendwann noch die Möhrchen aufgehen. Weil es wäre schade drum, wenn da nichts mehr kommt. Muss ich mal auf die Packung drauf schauen, was drauf steht, wie lange die eigentlich brauchen. Aber eigentlich wäre schon eine Zeit, dass sich da was sehen lässt. Naja, vom Mais ist auch bloß noch die Hälfte übrig geblieben. Da ist einiges nicht aufgegangen. Ihr habt es ja gesehen da hinten im Eck, wo der Mais ist. Naja, wir werden sehen, was sich daraus alles noch entwickelt. Aber ich sag's euch, mein Nachbarn da drüben, ich weiß nicht, was der mit seinem Gemüsebeet macht. Da ist das Zeug alles schon dreimal so groß wie bei mir. Entweder züchten die da Holm drinnen vor, oder ich weiß es nicht. Aber das ist der Hammer. Naja, nächstes Jahr wird alles ein klein bisschen anders ablaufen. Da werde ich auch vorher drinnen anzüchten schon. Naja, schauen wir mal. Und wenn hier alles abgeerntet ist, kommt über die Ackerwinde, Ackerwinde heißt das Klump, glaube ich, und so wahrscheinlich doch noch die chemische Keule mal drüber. Ja, und dann hoffe ich, dass nächstes Jahr nicht mehr so viel von dem Mistzeug rauskommt. Gut. Das war's dann. Ach so, ja. Der Holger, der gewonnen hat. Danke dir, dass du da warst. Hat mir natürlich Versandkosten gespart. Aber wir haben uns kennengelernt. Und Leute, ich sag's euch, ein netter Kerle. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr den nicht zum letzten Mal bei mir gesehen habt. Wir haben nämlich schon was ausgehandelt oder ausgemacht. Da freue ich mich schon drauf.
Und ja, wir werden sehen. Also, dann bis zum nächsten Video. Schauen wir mal, was es wird. Ich habe noch keine Ahnung. Vielleicht mache ich morgen noch was zum Essen. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Und für die nächste Verlosung habe ich auch schon was Nettes geplant. Was eigentlich jetzt momentan noch keiner weiß. Aber es wird ein Ratespiel. Und gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also, bis zum nächsten Mal. Tschaikowski.